Hallo? Na? Werden wir es gleich erschreckt? Warum ist hier. Das ist irgendwie komisch. Ich verstehe das Setting noch nicht so ganz, wo wir uns gerade befinden. Oh. Ich habe das Gefühl, das war nicht gut. Siehst du das Auge da? Nee, oder? Wirklich? Ah! Kann ich weiterlaufen? Nein, ich kann nicht weiterlaufen. Bin tot. Bin tot. Nein. Okay, ah, immerhin hier. Oh Gott, wie es da sitzt, das kleine Ding. Es tut mir leid. Ich streng mich mehr an, okay? Aber hier rennen wir trotzdem noch mal gegen. So, watschel, watschel, watschel. Oh, nicht gegen die Tür laufen. Okay, warte, wir gucken uns das ganze Ding mal an, wie weit es überhaupt nach rechts gucken kann. Okay, wir müssen schon noch relativ weit rennen. Ah, ich bin zu früh losgerannt. Oh, Entschuldigung. War zu voreilig, das wollte ich zu viel. Ganz ruhig, Jani, alles gut. So, nochmal. Ist wieder dieses ganz Klassische, dass ich am Anfang so richtig so 100 Jahre braucht für irgendwelche Dinge. Was ist denn so die durchschnittliche Spielzeit, die jemand braucht für das Spiel? Das würde mich ja interessieren. Weil, ich kann euch jetzt schon sagen, wir brauchen länger. Zwar unter Garantie. Weil ich einfach ein Trödler bin. Aber ich hoffe, dass er mich da trotzdem mit begleiten wollte. Na, jetzt ist leer. Guck mal, haben wir es doch geschafft. Na, guck mal, da hockt jemand drin. Hallo? Hallo, du da, komm raus. Ach, wir müssen, glaube ich, auch zu dem, oder? Okay, das klappt so nicht. Warte nochmal, komm, wir brauchen ein bisschen Schwung. Ja, siehst du mal. Klappt doch. Okay, das sieht uns da nicht. Wie komme ich dann hier hoch? Geht da nicht. Sag mal, bin ich jetzt irgendwie doof? Was? Ich bin irgendwie total bescheuert. Komm, ich guck mich mal um. Also, wir können ja auch nach da hinten rennen, so ist es ja nicht. Ah, kann sein, dass ich da auch hoch muss. Ja, doch, das kann ja sein. Okay, warte, wir stellen uns mal hier hin. Ach, siehst du mal, guck mal, da hinten ist irgendein Durchgang. Warum kann der da hingucken? Das ist wohl doch kein Durchgang. Okay, die Kerzen speichern wohl nicht. Ich glaube, ich muss mich besser umschauen in dem Spiel. Ich glaube, das ist das, was ich hier lerne. Was es mir sagen will. Diese kleinen Füßchen. Sehr niedlich. Ja, sei ruhig. Irgendwas ist da oben, aber ich. Da kommen wir, glaube ich, nicht hin, oder?
Puh. Ich hab's noch nicht raus, was wir tun sollen. Aber wenn er jetzt ganz nach hinten gehen, blickt er uns da an? Puh. Ja, eigentlich sieht er uns da ja nicht. Okay, da ist nichts. Ich dachte, da hinten ist ein Durchgang, aber eigentlich ist da gar nichts. Ah, nein, wir haben es nicht geschafft. Ach, verdammt. Mein Gott! Wie kann man denn so lange brauchen für eine Stelle? Ihr werdet mich verfluchen, das sehe ich schon. Übrigens möchte ich mal sagen, dass ich mich sehr freue. Mein letztes Projekt war ja Alice Madness Returns, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und es kam tatsächlich irgendwann richtig gut an. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, die Leute haben da Bock drauf. Also ich mag auch die Art von Spielen tatsächlich sehr gerne. Und ich weiß, dass es immer so eine Sache ist, die einen sagen, oh, das ist eher so ein Kinderspiel. Wobei es storymäßig ist, nicht für ein Kinderspiel halt. Oder manchen ist es nicht actionlastig oder horrorlastig genug. Aber ich mag die Kombi eigentlich zwischen du hast was zu tun, weißt du? Du musst ja hier hin und her rennen und alles und. Doch, ich mag solche Art von Spielen. Hä? Ach, wir waren einfach zu langsam. Oh, okay. Auch wenn ich es nicht gebacken bekomme, da dran zu vorbeizukommen. Nach wie vor, ich mag die Spiele. Und ich hoffe, ihr mögt das auch. Ich schneide es zur Not raus, wenn es zu lang dauert. Das ist ja peinlich. Ah, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu übel. Wie lustig. Und traurig ist. Oh Gott. Das ist ein phänomenaler Spa Start in das Spiel, ich sag's euch. Das läuft mal wieder prima. Okay. Ich hätte ein bisschen an mir gezweifelt, hätte ich das jetzt nicht hinbekommen. Aber wie komme ich denn da hoch? Oh, hoppala. Nochmal bitte. Ah, ich sehe es. Oh, ich bin. Wow, bin ich blind. Wow. Ey, voll auf dem Schlauch gestanden. Jetzt ist die Frage, müssen wir oben, unten lang? Was müssen wir tun? Wir gehen mal hier lang. Das fand ich interessant. Watsche, 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 watsche. Die allgemeine Spielflussrichtung so ist ja auch mal nach rechts. Heißt, wir können ja mal einfach so nach links gehen und gucken. Oh, wobei ich da eigentlich, glaube ich, gar nicht hin will. Sagen wir, was ist denn hier los? Ganz viele kleine Hände. Du hängst aber witzig da. Komm, hoch. Boing, boing, boing. Gibt es hier noch mehr zu entdecken? Nee, ist, glaube ich, hauptsächlich das Auge und die Bilder hier, wo gemalt worden sind. Hier war auf jeden Fall ein Kind. Ah, ist nochmal so eine Puppe. Komm, wir schmeißen sie um. Oh ja. Können wir die anzünden? Geht das? Ah, wir können sie mitnehmen. Was will ich denn damit? Oh, guck mal, jetzt nochmal Farbe am Fuß. Kann ich hier runterschmeißen? Ah ja, müssen wir die kaputt machen? Das hat jetzt irgendwas getriggert. Das war lustig. Komm, wir machen alle kaputt, die wir finden. Ich will sie zerstören. Alles kaputt machen. Okay, oben kann man durch. Will ich da durch? Weiß ich nicht. Ne, komm, ich will noch zu dem Dude nach unten. Ich will den ja eigentlich da rausholen. Ah ja, guck, jetzt ist er weggelaufen. Also
Wir gehen mal hier lang. Ich hoffe, das war so richtig. Ach, hallo? Na? Was mache ich mit dem? Was habe ich mit dem getan? Ich halte ihn. Okay, hä? Hab ich ihn umarmt oder was habe ich getan? Kommst du jetzt mit? Kommst du? Bist du mein Freund? Ja, ich glaube, der kommt jetzt mit. Und wo gehen wir jetzt gemeinsam hin? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier richtig bin. Was? Hä? Okay, man kann irgendwie da hoch, theoretisch. Oder hier lang. Komm mal, Licht. Ah, hier ist ein Auge. Hier ist eine Tür. Komm, ich verstehe es noch nicht ganz, aber wir kriegen das hin. Ist das mein Kumpel? Ah, doch, guck mal, wir können hier hoch. Heißt, du kommst jetzt mit uns? Ich hoffe doch. Oder kommt er doch nicht mit? Sind wir zu schnell? Sag mal, was ist denn mit dir? Naja, er war cool. Wir gehen auf jeden Fall wieder nach oben. Offenbar müssen wir doch nach oben raus. Das Auge ist ein bisschen gruselig. Aber haben wir denn, wir haben ihn umarmt, oder? Und nicht gewürgt. Oh oh. Oh oh. Hilfe? Kann ich die Kiste mitnehmen? Hä? Okay, da oben muss ich raus. Oh nein. Das ist ja furchtbar. Was ist denn das? Und jetzt muss ich da wieder zurück. Ich sehe schon, ich muss so eine dämliche leere Kiste mitnehmen. Komm, halt dich doch dran fest. Es klappt nicht. Ich glaube, wir werden gleich sterben. Was tue ich denn da? Das bringt ja mal gar nichts. Baue ich mir damit jetzt eine Leiter oder? Oder was tue ich? Kannst du. Warte mal. Hm.
darf, glaube ich, die Babys nicht wecken. Ich glaube, ich stelle mich gerade irgendwie doof an. Warum rollt da was rum? Was hat er überhaupt für eklige Babys? Oh, ich bin so doof. Ich kann da eher hochklettern dran. Oh mein Gott. Junge, Junge. So langsam wird's peinlich. Das Gehirn habe ich heute offenbar noch nicht mit dabei. Aber dann beim nächsten Mal auf jeden Fall. Junge, Junge. Was war das denn? Ein Facepalm von mir selber. Gibt's ja nicht. So, la 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 la. Und... erschrecken wir ein paar Mäuschen. Was ist mit uns denn los? Haben wir Hunger? Weil wenn ja, kann ich verstehen. Ich habe auch Hunger. Das ist die Kantine offenbar. Hey, ganz ruhig. Ich glaube, wir haben Hunger. Müssen wir jetzt was essen? Oh, er gibt uns was. Nimm's. Ich glaube, das war nicht so gut für ihn, dass er uns was gegeben hat, oder? Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Okay, der ist nett. Das ist ja schon mal schön. Und hier wollte sich auch wieder jemand umbringen, habe ich das Gefühl. Was haben die denn alle? Ich meine, ja, ist ein bisschen trostlos hier, aber...